Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zocken wir heute Metro Biohazard 1. Und let's go. Und wir sind angekommen mit den Bewaffnungen MT 1, 2, 3 und 4. Jetzt nicht unbedingt die kreativsten Namen, aber es ist auf jeden Fall alles leer. Wir starten ohne Bewaffnung. Und ich kann hier nicht lang gehen. Okay, das... Hallo? Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Aber mal gucken. Oh. Irgendwie hat sich das so angefühlt, als könnte ich da... Als würde ich da nicht wirklich rüberspringen. Kann da tatsächlich durchlaufen durch die ganzen Baumstümpfe. Okay. Das ist ja nun der erste Teil von den Maps, die wir in den letzten beiden Parts gespielt haben. Und es scheint tatsächlich so der Anfang von dem Ganzen gewesen zu sein. Die letzten beiden Maps, also Metro Biohazard 2 und 3, die waren ja wirklich Weltklasse. Also wirklich Daumen hoch für diese Maps, besonders in puncto Detailgrad. Wenn ihr es nicht gesehen habt, gerne nochmal in die Playlist reingucken. Das hier wirkt bis jetzt noch nicht ganz so extrem. Ich mag diese Schaufensterpuppen nicht. Ich kann die nicht ab. Sehr viel mit diesen unsichtbaren Wänden gearbeitet, leider. Aber hier kann ich lang. Okay, hier geht's hoch. Hier gibt's irgendwie nicht so viel zu sehen. Aber auch das hier, wenn ich das jetzt mit meiner ersten Map vergleiche, die ich gebaut habe, da liegen ja Welten dazwischen. Ich denke auch nicht, dass das hier seine erste Map war, sondern das wird irgendwie, wie auch immer, irgendeine Mal gewesen sein, die er hochgeladen hat. Ich denke mal, seine erste Map war doch noch eine andere. Ich glaube, wir müssen doch da hoch und nochmal nach oben. Und dann hier aus dem Fenster. Und hier wieder rein ins Fenster. Hier weint irgendwo jemand. Wahrscheinlich da drin. Und hier ist eine Pistole. Okay, aus diesem Fenster komme ich nicht raus. Hier aber. Das hier schon wieder. Ich kann hier überall durchgehen. Warum? Warum ist das so? Ein Tier. Nach oben. Hier komme ich irgendwie nicht weiter. Obwohl das ja eigentlich so aussieht, als wenn ich da weiter soll. Oh.
Okay, das war auf jeden Fall keiner von den Gegnern, die ich töten sollte. Oh, Nahkampfwaffe. Und unsichtbare Wand. Okay, also ich soll offensichtlich daher irgendwo weiter, weil mehr Wege sehe ich auch tatsächlich nicht als diesen hier. Und dementsprechend muss ich mich hier ducken, hier reinkrabbeln. Und hier bin ich am Ende angekommen. Ich kann in keine Richtung weiter. Oh. Okay. Okay, mein Fehler. Oh, 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 oh. Die Hunde zählen nicht als Gegner. Das ist jetzt aber schon ärgerlich. Ich habe jetzt echt viel Munition rausgehauen dafür. Oh, oh. Da komme ich nicht rein. Doch. Ta. Okay, aber in den Raum will ich gar nicht. Ich will in den dahinter. Ich bugge ein bisschen fest. So, jetzt. Jetzt bugge ich komplett fest. Komm, komm, komm. Ah, ich hab's geschafft. Ich musste mich unbedingt hintenrum durchquetschen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, dann gehen wir hier mal in die Fußbodenluke rein. Aua. Wer lacht hier so blöd? Ich habe auch nur 11 Schuss. Oh, cool. Mit 2 Treffern direkt erledigt. Ich hoffe ja nur, dass zum Ende nicht noch irgend so ein Vetter kommt. Okay. Okay, das Hochhaus mitten hier im Wald. Ich gehe einfach mal außen rum, anstatt da reinzuspringen und zu schwimmen. Oh. Ich dachte, da war schon wieder eine unsichtbare Wand. Hab aber noch Glück gehabt. Oh, ich wollte nicht schießen. Es gibt nur 2 Gegner. Ist doch in dieser Riesenhütte 100 pro der letzte, oder nicht? Aber ist die... Ist die Bude nicht ein bisschen groß für einen Gegner? Für gar keinen Gegner ist die Bude auch ein bisschen groß. Oh. Hör auf, blöde Puppe. Hm. Hier flackert das Licht? Nein, auch nur eine Puppe. Bär. Auch nichts. Ach, wo ist er denn hin? Dann ist er doch sicherlich irgendwo oben. Muss er ja. Hallo? Achso,
Achso, da war noch eine Scheibe vor, die habe ich nicht gesehen. War gut geputzt. Und hier kann ich nicht hochlaufen. Das gibt's doch nicht. Warum immer diese unsichtbaren Wände? Ich mag Freiheit. Hier ist auch dicht. Das. Hier ist alles zugestellt. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Okay, ich sehe gerade, ich habe da oben auf der, auf dem Kompass quasi eine Markierung. Ich kann nicht mal da runterspringen. Diese Markierung zeigt, dass er da sein muss. Quasi hier. Nur halt höher oder tiefer. Okay, darüber springen kann ich irgendwie nicht. Nee. Auf der Suche nach dem letzten Gegner. Der muss quasi hier hinter dieser Wand sein. Oder halt ein tiefer. Autsch. Da steht Exit. Da war. Er hat mich gesehen, ich ihn aber nicht. Da oben ist er. Ja! Auf Distance? Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, das war doch so geplant, dass man zu dem nicht hinkommt, oder? Dass man den wirklich von da aus, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, erledigen muss. Weil ansonsten fand ich das echt merkwürdig. Ich drücke trotzdem mal auf Gefällt mir. Alleine schon aus dem Grund, weil ich den Ersteller ziemlich gut finde. Wie gesagt, wenn ihr die anderen beiden Maps auch noch sehen wollt, dann guckt gerne einmal in die Playlist rein. Die sind ansonsten auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin wieder mit Zusehen gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Far Cry 5 Arcade oder einem anderen Let's Play
Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss!